Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Heute ist es an der Zeit, dass wir die gute alte Königin Eve retten. Und den da müssen wir in den Hintern treten. Mich interessieren auf jeden Fall die beiden Kisten da hinten links. Wir müssen durch diese Tür. The door is locked. What should we do? There's no time to find the key. Let's use brute force to knock it down. Das klingt immer nach einer guten Idee. Einfach rohe Gewalt. Den Dieb würde ich ganz schnell gerne ausschalten, weil die konnten in alten Teilen immer Kisten plündern und sind dann damit abgehauen. Ich überlege gerade. Ich habe Etty, glaube ich, den Stahlbogen noch nicht gegeben. Kann das sein? Oder hast du den Stahlbogen? Doch, ich habe ihn dir gegeben. War nur kurz verwirrt, weil da unten nur ein Bogen war. So, 18 Schaden, 14 Schaden. Ich habe gehört, wir nehmen die 18 Schaden. Mwahaha, in dein Gesicht. Hier geht's. Yes, here. So, dann mache ich dich jetzt zuerst mal kalt. Bevor du mir an meinen Bogenschützen gehst. Ich habe mir jetzt übrigens mal die Fähigkeiten hier von den ein oder anderen hier angeguckt, ne? Und ich werde wahrscheinlich nicht darauf achten, die richtig einzusetzen, die Fähigkeiten. So, zuallererst. Den Soldaten, den können wir, glaube ich, auch ohne Bündnis platt machen. Ja, können wir. Dich brennen wir einfach wieder. All flowers eventually wilt. So. Understood. Du wirf dem mal deine Lanze ins Gesicht. Oh, das war ein schöner Bruch. Dann stelle ich mich am besten direkt vor dem. Bis wohin kommst du? Du kommst nicht bis hier vorne hin. Kleine Attacke. Level up. Ist er noch ein Bogenschütze? Nein. Say the word. Ich wollte gucken, ob ich mit der hier weit genug komme. Ich gehe auf jeden Fall mal nicht mit der nach da vorne. Am Ende wird die mir totgeschossen. So, Langspeer ausrüsten. Bei ihm habe ich mir angeguckt, sein Selbstverbesserer ist, er boostet sich um einen, wenn kein anderer bei ihm dran stand. I'm all set. So, du hilfst da oben mit. Whatever you say. Und hier bleibe ich mal so, dass die nicht getroffen werden kann. Scheinbar sind die Diebe hier so, wie sie in vorherigen Teilen waren. Der redet schon davon, dass er den Schatz rauben will. Hier now? That's the last thing we need. We better stop them. Ja, da könnte was Schönes in der Kiste drin sein. Ja, greif mich an, du machst eh keinen Schaden. Was that sufficient? Oh,
Oh, schön, dass du mit dem Eisenbogen auf genau den gehst, der keinen Schaden kriegt von dir. Sehr intelligent. My apologies. Ich hatte kurz Angst um meinen Magier. Wenn die dämlich sind, ist das nicht mein Problem. Hier wäre besser gewesen, eventuell die Wurfaxt einfach bereit zu halten. So, den kann ich mit dem Stahlbogen niederschmettern. Das war ein Crit und der hat gesessen. So, dich heile ich mal. Sind da noch mehr Bogenschützen links? Da ist einer. Aber ich kann da definitiv mit der fliegenden Troller hin. Warte mal, erstmal gucken, ob der überhaupt Unterstützung bekäme. Nein. Ich könnte die Tür schon mal anknacksen. Aber hauptsächlich will ich die Kisten retten. So kriege ich nur selber Schaden. Wurfbeil ausgerüstet und Attacke. Ich gehe am besten oben lang mit meinem Charakter und mach schon mal das Bündnis. Dann kann ich gucken, dass genau der Schwertkämpfer nur zu mir kommt. Überlege ich gerade. Bleiben wir beim Stahlschwert. Ja, greif ruhig an. Der nicht. So, ich bin gewappnet. Kommt ruhig her. Tschüss. Dream well. Ja, den Kampf nehme ich gerne auf. Pretty weak. So, du kriegst meine Axt ins Gesicht. Ich halte mir diesen Teleportangriff mal zurück. Zur Not kann ich ja dann zu dem da vorne hin teleportieren. Tja, was willst du dagegen machen, ne? Was that sufficient? Ja, dabei hat er einen Waffenvorteil. So, zwei Felder wollte ich noch in die Richtung. Die kniete ich dann jetzt auch direkt weg. Ach, machen wir dich einfach one-hit.
Fate has brought us here. Als ob ich dich nicht wehren lasse. Don't worry, I'm fine. So, dich heilen wir eben kurz. Thanks for that. Der Rätsel hier da vorne wird schon eine Weile lang aushalten. Außerdem kriegt er ja jetzt schnell Unterstützung. So. Du machst keinen Schaden. Du bist nicht gefährlich. So. Würde man sagen, wir brechen hier schon mal durch. Und ich muss gucken, dass der da zuerst drauf geht. Der kann den Dolch werfen. Das käme mir aber eigentlich gelegen. Wenn ich mich jetzt dahin teleportieren würde. Please grant me your strength. So, Teleport, Ragnar. Würdest du mir überhaupt Schaden drücken? Kann ich so ja nicht sehen, ne? Ich will auf jeden Fall den Dieb sicherheitshalber eigentlich ausschalten. Ich denke mal, mit dem Schützen komme ich klar. Du holst dir die Kisten nicht. Da ist auch nochmal eine Wand zum Durchbrechen. Das war mir schon klar. Daneben. Nope. So, der Rest bleibt mal hier an der Stelle. Gotcha. Hast du eine Wurfaxt? Der hat eine Wurfaxt. Sollte ich trotzdem überleben. Vor allem, wenn ich Protektion mache. Hier gehe ich einfach auf die Stahlaxt. Oh nee, besser auch so, falls der andere kommt. Ja, wusste es. Mann, du machst ja gar keinen Schaden. Aber heilen muss ich den Kollegen trotzdem. So, der ist RIP. Ein Heumittel. Daneben.
Ja, du machst keinen Schaden. Buchstäblich. Dich kann ich in Ruhe und Frieden ausschalten. Will ich dir genügend Schaden machen? Wenn ich mit dem Magier zusammenarbeite, wahrscheinlich. Ja, mit dem Magier zusammen würde ich genügend Schaden machen, dass der Bogenschütze weg ist. So mache ich sogar, ohne dass ich den anderen brauche. Der Leichtlanze kann man nämlich nochmal angreifen. Attacke, du hast einen Ritter tot. Need some help? Der hat noch ein Leben. Da hinten muss geholfen werden. I'm in over my head. Let me help. Er ist trotzdem tot. I can still do more. Nee, ich will nicht riskieren, dass der hier drauf geht. Man ein Heilmittel und macht dann Protektion hier. Und helft dann dort. Jetzt muss ich überlegen. Da hätte ich einen Bruch. Da auch. In allen Fällen töte ich den nicht. Aber jetzt vernichte ich ihn. Kann mich sogar da hinstellen, dann stehe ich besser. So, in dein Gesicht. My apologies. So, tschüss. This is the mission of the stewards. Womit könnte ich nur angreifen? All flowers eventually wilt. Der ist ja doch gut funktioniert. Oh. Jo, ich hoffe mal, die stehen das alle durch. Daneben, das ist sehr gut. Das hilft. Ich brauche nur einen Schaden. I'm sorry. Oder kommen neue Leute und darunter Bogenschützen. Liberation! Dream well.
Läuft doch. I can keep going. So, dich heile ich jetzt einfach mit dem Heilmittel hoch. Einer mit einem Bogen, zwei mit einem Bogen. Du gehst auf jeden Fall wieder nach hinten. Ich meine nicht, dass die weit genug kommen zum Angreifen. Will ich das schon kaputt machen? Ich will zumindest schon mal anschwächen. Dann gönnen wir uns gleich die Kisten. Die wollen wahrscheinlich alle die gute alte Framme. What's next? Hier gebe ich einen Bruch mit. Die Fernkampfwaffen sind echt praktisch. Vielleicht zehnmal einen Gegner. Hier habe ich einen Waffennachteil. Aber man kann dem entgegenwirken. Ich glaube, ich hätte lieber den Bogen genutzt. So, jetzt ist er tot. Danach kann ich mich um den Bogenschützen kümmern. Mein Crit sieht ultra cool aus. Muss ich schon sagen. Hier mache ich mal Protektion. Und dich halte ich so, dass du nicht getroffen wirst. So, was ist in der guten Truhe drin? Blockieren, ein Stab. Es bräuchte dann unsere Fremme. Noch breche ich das nicht durch. Ah gut, die greifen den Bogenschützen an. Sehr gut, du kannst dich wenigstens wehren. Und er ist nicht gerade schwach. Autschen. Aber gut, hast deinen Kameraden blockiert. Blut! Du wirst jetzt geflutet. Did you see that? I'm starting to feel it. Der überlebt gerade so. I'll take this. Sie muss ich auf jeden Fall heilen. Yeah, no problem. My muscles say thanks. Ich käme nicht mal so weit. Okay, ich wollte gerade nur gucken. Ich kann das ausnutzen. Sie überlebt noch einen Schuss. Ich könnte natürlich auch mit einem Langspeer versuchen. Ah, der Koop-Schlag, der würde ihn so oder so treffen. Okay, du bist safe tot. Need some help? What a lovely finish.
Da muss ich nicht mal was riskieren. Pflanzenflieger. Die hieß mal anders. Für die stelle ich da rein. Was ist in der schönen Truhe drin? Ein Panzerbrecher. Der ist, meine ich, gegen so einen wie ihn sehr gut. Da steht ein Lanzendude, ne? Ne, ein Axtdude. Mach ich mit dem Langspeer kaputt. Das Wurfbeil ist ausgerüstet. Komm ruhig her. Underestimate me at your peril. Oh, ein Pitwurf. Das war schön. Da ist ein Heiler drunter, ne? Die können auch kämpfen. Also die Framme und der Magi. Der Heiler da. Aber eigentlich will ich die gar nicht im Nahkampf sehen. Ich bin zu gefährlich für die. Da ist aber keiner mehr bei, der hier mit dem Bogen hantiert, ne? Du solltest dich da aus dem Kampf raushalten eigentlich. So, Liberation. Ich kann zumindest einen schon mal ausschalten. Dream well. Hier kann ich eine Lanze ins Gesicht werfen. Na komm, hier kriegst du die 6 Punkte zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass die kämpfen können. Wen habe ich noch nicht bewegt? Die hier unten. I can still fight. Na, denen geht's gut. Diese Selbstverbesserung ist ganz nützlich, weil er sich immer wieder selbst aktiviert. Ich wusste schon, warum ich ihm die Eisenachs gegeben habe. Ja, auch mal Framme im Kampf sehen. Die würde ungefähr so Hälfte Schaden machen. Komm, ich schwäche vor und Framme erledigt. So, Framme, verprügel sie. It's decided. Hier werfe ich einfach die Lanze ins Gesicht. Let me help. Simple enough. Hat gut funktioniert. Dieses Teleport-Regnen nutze ich gleich. Lass ihn mal da runter wandern, dann kann der sich eventuell eine Heilung abholen. Ich stelle mich gerade so hin, dass die mich nicht angreifen können. Und in der nächsten Runde nutze ich dann das Bündnis.
Die Flamme kommt gerade so nicht ran. So. Jetzt aber. I thank you. Könnt ihr das Teleport-Gragner nutzen, um ihn instant auszuschalten? So, Bündnis. Emblem, engage. Überreiten, und zwar alle drei. Reward, here I come. Ich überrenne euch jetzt, und zwar alle drei. Die Fähigkeit habe ich mir zum Glück nämlich auch durchgelesen. Man kann damit nämlich einfach durch die durchbrechen. Durch so eine ganze Reihe. This one's a tough opponent. He can keep on fighting even after taking a fatal blow. Er lebt doch noch. Okay. Kann ich diesen Stein auch abnehmen? Eine Engelsrobe. Weißt du, was ich mache? Emblem engage. Teleport-Ragner. In deine Visage. Looky here, the runaway princess. I'll make you fly the coop again. Nix da. I am not running this time. It will be you who flees for your life. Du wirst jetzt ins Gras beißen, Junge. Der Angriff ist einfach so OP. I will not forget your loss. Jo, einfach mit allem ein bisschen vorpreschen. Nope. Ich krieg zwar ein bisschen Schaden zurück, aber die Sequenz will man doch auch sehen. You invaded my castle and threatened my mother. I'll slay you where you stand. Oh, the Prince of Flowerland is threatening me. Du willst aber auch die Schläge. Getroffen trotz so einer niedrigen Wahrscheinlichkeit. Oder. Jetzt zeige ich dir, wo der Froschi Locken hat. I will show you no mercy. Prepare to die. Ooh, the divine dragon. If I kill you, I won't have to lick her boots anymore. Das glaubst auch nur du. Können wir ihn irgendwie demütigen? Ich könnte noch mal zwei Schaden rauskloppen. Ohne dass der sich wehrt. Ja komm, die Prinzessin soll
ihm den Chaos machen. Tschüss. Nix da. Ne Engelsrobe. Denn ich mal vorher ins Inventar. Thank you, all of you, for rescuing me. My children, you're safe. What a relief. We have a guest, Mother. Someone came all the way from Lithos to see you. The Divine Dragon? Queen Ev, it's an honor to meet you. I'm so glad that you're all right. I've come here by invitation of Prince Alfred. Just look at you, awake at long last. I am Ev, the Queen of Phyrenae. It is my absolute pleasure to welcome you. The Divine Dragon has come to help our country, Mother. We were just in time to rescue Selene. And get this! The Divine One summoned Emblem Celica from our ring! A legendary emblem. Oh my, how extraordinary. Thank you sincerely. You have my deepest gratitude. My family is safe because of you. You are blessed with the same powers as your mother. How is Queen Lumera? Well, she's... she's... gone. My mother passed away. No! That's awful. I'm so sorry. Some intruders entered the castle. They tried to kill me, but she gave her life to protect mine. Oh, how tragic. I'm glad that... that I could spare your children the pain of losing their mother. My heart goes out to you. Forgive me. We've only just met, and here I am, laying my grief at your feet. I just wish I could have saved her, too. Divine One, while I cannot take away your sorrow, perhaps I can help you bear it. To reunite with her and then lose her so soon, I can only imagine how painful that was. For now, allow yourself to grieve, knowing that I grieve with you. Thank you, Queen Ev. Your warmth, your kindness, it's almost like she's here with me. How are you feeling? Better. I'm sorry you had to see me like that. No, we shouldn't have dragged you into all this right now. I'm sorry, Divine One. As am I. But if I hadn't left when I did, what might have happened to you, Selene? Or you, Queen Ev? I'm proud to serve people in need, like my mother did. Thank you. Now, the Illusion leader. She said her kingdom released the Fel Dragon. I take it that's why the Corrupted are appearing in Elios again. Now there's no question that the Fel Dragon's after the rings. Which means we need to hurry. Head them off before they can reach the next one. Queen Ev, your country's ring. May I take it? Of course. The Kingdom of Phyrenae gives it with love, trust, and gratitude. Thank you very much. There is something you should know, however. My kingdom has another emblem ring in its possession. What? Since when? There is another ring? Here in Phyrenae? It was kept secret to avoid conflict. For generations, knowledge of this ring has been confined to the monarchs of Phyrenae. However, now that the Fel Dragon has arisen, it is best to dispel the shroud of secrecy. It is commonly thought that the Divine Dragon gave one ring to each country's leader. However, Phyrenae received a second. The Ring of the Dawn Maiden. I see. To ensure that no one would find it, the ring was hidden away far from the castle. It rests in a shrine on the Brodian border. Oh, I remember those old ruins. What? You do? Yeah. Mother took me there after Father died.
She told me to keep the location in mind. At the time, I didn't know why. Now it makes sense. I was preparing you for the day you became king. I'll take everyone to the shrine. From there, I can continue on with the Divine Dragon. So, you are leaving, Alfred? Yes. I want to do my part to end this war. With your blessing, Mother, I'm going to help the Divine Dragon bring peace to Elios. Mother, I would like to join as well. Alfred! Saline! You have my blessing. I know you will serve the Divine Dragon with honor, on one condition. Swear to me that you will come back alive. I swear it. I swear it. Thank you very much, Queen Ev. I trust that you will take some time to rest prior to your departure. The journey ahead will be arduous, but know that you are all in my prayers. May good fortune shine upon you. Ja, Leute, das war's dann jetzt aber mit dem Part für heute. Der Part ist bei mir schon sehr lange. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen runtergeschnitten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss!